Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tipps und Tricks Video von eurer Gameplayerin. Ja, heute geht es um die 100%. Wir holen uns alle 14 Artefakte in den Randklippen im unterirdischen Labor. Wir befinden uns jetzt aktuell hier unten auf der Karte. Da könnt ihr durch mehrere Stellen hinlaufen. Entweder nehmt ihr den Weg, ich glaube hier ungefähr war der Eingang, wo ganz, ganz viele giftige Sträucher sind, die ihr wegmacht, und lauft dann so am Rand, so an den Klippen entlang, um dann hier hinzukommen. Oder ihr könnt auch von hier unten nach oben laufen, dann findet ihr auch den Weg genau hier unten an diese Position. Das hier ist der Eingang, da müsst ihr einmal reingehen und wie immer machen wir es so, ich habe das Ganze mal komplettiert, ich zeige euch, wo die Sachen sind, aber ich muss natürlich selber auch unter Umständen erst nochmal genau gucken. Hier ist zum Beispiel schon das erste, was ihr holen könnt, da könnt ihr den Mesh für verlassen, man kann es glaube ich auch ganz kompliziert machen, indem man immer wieder da hochspringt und da drauf ja, drückt, um es kaputt zu machen. Aber ich glaube, da kommt man gar nicht so weit. Ich glaube, man muss tatsächlich hier rüber springen. Also das ist auf jeden Fall schon mal der erste, den ihr holen könnt. Hier unten seht ihr dann auch direkt den zweiten. Insgesamt sind es übrigens wieder 14 Stück, die wir hier suchen müssen, beziehungsweise finden müssen. Wir setzen uns wieder in den Mesh rein und gehen hier erstmal den Weg weiter. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da müsst ihr immer so von Stück zu Stück rüber und am besten immer, wenn ihr kurz vorm Aufsetzen seid, die Taste zurückdrücken oder halt nicht so lange springen, weil der Roboter ansonsten einfach nochmal einen Satz nach vorne weitermacht und weiterläuft und nicht darauf stehen bleibt, wo ihr dann tatsächlich Halt habt. Das ist ein bisschen blöd, ist ein bisschen tricky, aber das schafft ihr schon. So, hier rechts direkt ist erstmal das nächste. Wieso hat er sich jetzt umgestellt? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber da ist auf jeden Fall das nächste Artefakt, was ihr holen könnt. Dann geht ihr hier so ein bisschen zurück und hier oben, da könnt ihr einmal hier rausgehen und hier drauf laufen, weil, wie ihr gerade auch schon seht, der Mesh das nicht unbedingt hundertprozentig aushält, dass er hier steht. Ich wollte euch aber trotzdem mal eben zeigen, ansonsten müsst ihr euch hier reinstellen und immer wieder hochspringen und so da drauf hauen. Das geht auch, wenn ihr es denn trifft, muss man dazu sagen. Es ist etwas schwieriger. Und ich habe jetzt E gedrückt, sodass wir das Ganze einsammeln konnten. Allerdings komme ich jetzt hier gerade nicht ganz zurück raus. Da müsst ihr dann ein bisschen springen. Aber fürs Nächste müsst ihr auf jeden Fall rausgehen. Das heißt, genau hier, wo diese Ecke ist, da werdet ihr klein sozusagen. Geht in den Zwerg, wie ich das immer sage. Hier rechts gibt es übrigens einen Geodensplitter. Den könnt ihr euch direkt mitnehmen. Also einmal draufhauen, rechte Maustaste und dann mit einem Satz nach drüben und dann einfach loslassen. Dann könnt ihr den mitnehmen, wenn ihr wieder in dem Mesh drin seid. So, den wollte ich euch aber eigentlich nicht zeigen. Und zwar geht es einmal hier hoch, auf der rechten Seite. Ups, das war ein bisschen zu weit. Und dann gibt es hier links eine Möglichkeit, wo ihr rüberspringen könnt. Aber Vorsicht, ihr müsst wirklich einen guten Satz machen. Da gibt es dann wieder ein Artefakt in der Ecke. Dann könnt ihr hier einmal runter. Da gibt es direkt hier das nächste Artefakt, also hier bei diesen komischen Pilzen oder was das ist, drin. Und ich meine, das ist hier um die Ecke. Genau, hier gab es auch nochmal ein Artefakt. Da können wir jetzt rechts oder links dann wieder rausgehen, wie ihr das am liebsten habt. Hier unten drunter quasi diese Schräge, die wir als erstes hochgegangen sind, da gibt es auch nochmal ein Artefakt. Dann haben wir schon 8 von 14. Und im Endeffekt war es das hier, so wie ich mich erinnern kann, in der Kammer. Das heißt, wir können hier einmal wieder rausgehen und erstmal in den Mesh wieder reingehen. Nicht vergessen, auch mal eben drüber laufen, damit ihr den Geodensplitter, nicht Gleoden, mitnimmt. Da hinten kamen wir. Ach doch, da war auch noch einer, genau. Wir müssen doch mal raus. Und wir sehen hier ja den Wasserfall. Da müsst ihr vorsichtig auf die rechte Seite springen. Ich glaube, man kann auch laufen. Ich bin mir nicht sicher. Und hier einmal durchspringen. Da ist nämlich auch nochmal einer. Den könnt ihr zwar von dieser Seite auch sehen, aber ihr kommt von dieser Seite aus nicht ran. Deswegen
auf jeden Fall das Ganze machen, bevor wir wieder zurückgehen. So, jetzt könnt ihr aber auch wieder in euren Mesh rein. Uns fehlen jetzt noch genau 5 Teile. Das heißt, wir gehen jetzt vorsichtig wieder in die Ecke rein und springen hier wieder vorsichtig rüber, bis wir dann gleich wieder auf der anderen Seite sind. Ihr dürft das Wasser unten nicht berühren und ihr dürft natürlich auch nicht mit dem Nash umkippen. Nash, Quatsch, mit dem Mesh meine ich natürlich. Weil, ja, sonst müsst ihr den halt wieder aufstellen, beziehungsweise sonst wird der unter Umständen zurückgesetzt. Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier wieder am Eingang, wo wir reingekommen sind und da drüber gesprungen sind, ganz am Anfang. Hier gucken wir auch nochmal genau in den Ecken nach. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Da war nämlich auch nochmal ein Artefakt. Das holen wir uns natürlich auch direkt. Dann haben wir 10 und jetzt in diesem Fall direkt vor unserem Mesh linke Seite haben wir jetzt auch noch eins. Dann könnt ihr wieder reinsteigen. Ihr könnt natürlich auch direkt mit dem Kleinen weitergehen, was euch lieber ist. Da unten in der Ecke, ich glaube, da kommen wir mit dem Großen so auch gar nicht ran. Oder es war ein bisschen komplizierter, da uns rein zu quetschen. Ich mache es auf jeden Fall mit dem Kleinen. Das geht ziemlich gut. Dann haben wir schon mal die 12 voll. So, und jetzt hier aufpassen, weil ich stehe jetzt in diese Richtung und da bin ich nämlich mal weitergelaufen, obwohl das gar nicht die Richtung war, die ich haben wollte. Da hinten seht ihr nämlich jetzt auch nochmal ein Artefakt. Aber, wie ihr sicher schon erraten könnt, da können wir nicht mit dem Großen hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder über die Steine drüber kommen. Es ist manchmal ein bisschen blöd, weil man dann so ein bisschen abrutscht, sage ich mal, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und da das Artefakt holen. Beim letzten bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Da muss ich jetzt selber erstmal gucken und hier vor allen Dingen auch wieder rauskommen. Hier war es nicht. Also gehen wir wieder zurück zu unserem Mesh auf die andere Seite. Ja, und tatsächlich habe ich auf der anderen Seite noch eins vergessen. Und zwar müsst ihr hier wieder über diese Platten, sage ich mal, zurück. Dann seht ihr hier, wo wir hier oben das eine geholt haben, diese Ecke hier. Da müsst ihr einmal rausspringen und euch links halten und dann rechts. Und da ist dann das letzte Artefakt, was wir gesucht haben. Damit haben wir dann das unterirdische Labor komplettiert, was die Artefakte anbelangt. Ja, das war dann auch schon der ganze Guide. Wenn es euch geholfen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt doch gerne einen Kommentar dazu. Und ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.